Top-Duell in der Flens-Oberliga. Der FC Kilia Kiel empfängt den Heider SV. Zwei Teams, die in der vergangenen Saison noch Landesliga und Regionalliga gespielt haben. Nun geht's gegeneinander. Gleichzeitig ist es für Kiel-Trainer Nicola Sorano heute die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen den Tabellendritten Heide die Herbstmeisterschaft perfekt zu machen. Kilian Roth, die Gäste in Weiß mit Elert. Passt nicht richtig auf, sieht Aildis nicht. Jakubowski! Der Kapitän mit der Riesenchance zur Führung und den muss er machen, so frei wie er da zum Abschluss kommt. Die Gäste wollen den Tabellenführer attackieren mit Tiedemann. Kieselbach! Ein unfassbares Tor, 26. Minute, die Führung für den Heider SV. Mika Kieselbach, das ist kein Zufall bei ihm. Diese Schusstechnik, die der 22-Jährige hat, sein 17. Treffer im 15. Spiel. Genauso gefällt das Markus Wichmann. Kilia möchte prompt antworten. Patrick, klasse verarbeitet. Schickt Jakubowski. Und der sieht Zeidel. Ausgleich, nur 5 Minuten später. Jan Seidel, er war Torschützenkönig mit Kilia in der letzten Saison in der Landesliga. Jetzt spielt er Flens-Oberliga und macht den nächsten wichtigen Treffer, den Jakubowski standesgemäß vorbereitet. Es ist jetzt ein offener Schlagabtausch. Kieselbach, Tiedemann! Die erneute Führung für den Heider SV, 33. Minute. Jesper Tiedemann mit seinem 10. Saisontreffer. Diesmal die Rollen getauscht. Kieselbach mit der wunderbaren Flanke und auch Tiedemann macht das sehenswert. Spielt Kornert da aus. Patrick, sehr belebend im Angriff. Seidel versucht's mal. Parulski, Jakubowski. Der erneute Ausgleich. 42. Minute, das 2:2. Jannik Jakubowski ist gleichzeitig Athletiktrainer bei Holstein Kiels U17. Und hier zeigt sich seine Fitness auch im Kopf, weil er hellwach ist, weil er mitdenkt und so diesen Ausgleichstreffer erzielen kann. Zweimal die Führung verspielt. Was geht noch vor der Pause beim Heiner SV? Freistoß Elert. Buzek. Hahn! Ein fataler Abschluss, den muss er einfach besser treffen. Steht goldrichtig, so bleibt es zur Pause beim 2:2. Trotzdem Euphorie auf den Rängen und wenn ihr mehr solcher Oberliga-Topspiele sehen wollt, abonniert gerne den Kick-TV-Kanal. Kilia, jetzt aber schon wieder am Anmarsch mit Seidel und Jakubowski. Aber Pacholski pariert da stark, kann gegen 3 Leute den Gegentreffer verhindern. Respekt Tom Pacholski für diese Reaktion aus der kurzen Distanz, den Gegentreffer mehrfach verhindert. So, und dann geht's etwas weg vom Sportlichen. Schaut oben rechts ins Bild. Patrick, der da mit Quader aneinander gerät. Erst der Check, dann das Beinstellen und Lukas Saubel, der Schiedsrichter, reagiert und zeigt beiden Spielern die gelb-rote Karte. Völlig unnötig von beiden Personen und auch deswegen geht das für mich in Ordnung. Beide Teams nach dieser unnötigen Aktion nur noch zu zehnt. Die Gemüter nach dieser Entscheidung selbstverständlich erhitzt, auch bei den 509 Zuschauern im Kilia Stadion. Wir machen weiter mit Baller. Zunächst abgeblockt, Buzek. Aber Baller, pass auf, Jakubowski! Lässt sich das nicht nehmen. Die erstmalige Führung für den FC Kilia Kiel, 85. Minute. Jan-Ole Buzek braucht einfach viel zu lange beim Abspiel. Baller ist schon längst wieder da. Und dann ist es erneut der Riecher des Kapitäns, der die Führung für Kilia beschert. Und die haben nochmal Bock. Müller schnappt sich den Ball gegen Reimers. Baller. Schöner Doppelpass. Müller!
Treffer, zählt aber nicht. Schiedsrichter gespannt, entscheidet auf Abseits. Und das ist eine hauchdünne Entscheidung. Für mich eher gleiche Höhe. Aber so bleibt die Partie weiter spannend. Dennoch, der Heider SV muss aufmachen. Das bedeutet Räume für Kirja. Alt auf Müller. Und der sieht Zeudel! Klasse Parade von Pacholski. Damit verhindert er vorerst diese Entscheidung. Mit diesem Reflex zieht den Arm hoch. Aus kurzer Distanz den nächsten Treffer verhindert. Dennoch nur noch der FC Kirja Kiel. Der nächste Zockerpass für Söldel. Und erneut hält Pacholski. Die Gastgeber haben 4-5 Chancen innerhalb kürzester Zeit. Genau solcher Art. Nochmal Seidel, der alles probiert, aber an Pacholski nicht vorbeikommt. Ändert aber nichts am Ergebnis. Kirja ringt den Heider SV mit 3-2 nieder. Wir sind absolut froh. Ich glaube, wir haben ein sehr intensives, ein sehr gutes Spiel auf Oberliganiveau gesehen. Wahrscheinlich für uns mit gerade aktuell das Beste, was wir diese Saison auch auf die Platte bringen mussten. Gegen einen Gegner, der super leidenschaftlich, super intensiv verteidigt hat. Auch mit dem Ball, gerade in der ersten Halbzeit, uns vor sehr viele Probleme gestellt hat. Aber insgesamt sind wir sehr, sehr froh drüber. Ja, direkt nach Spielschluss ist natürlich echt sehr bitter. Gerade mit so einem scheiß Fehler. Wir hauen ihn ja fast selber rein und ja. Trotzdem Glückwunsch an Kiel, weil letztendlich aufgrund der zweiten Halbzeit verdienter Sieg. Wir sind eine eingeschweißte Truppe, wir haben ein richtig geiles Team, können uns aus so einen Rückschlägen immer befreien. Das wird sicherlich auch mal schief gehen, aber bisher ist immer alles gut gegangen und muss man ein ganz klares Kompliment an die Mannschaft aussprechen, dass wir einfach eine geile Truppe sind. Wenn zwei Mannschaften auf so hohem Niveau leidenschaftlich verteidigen und das auch mal zur Sache geht, dann gehört das dazu. Ich glaube, heute Beruhigungstee vielleicht für die Stimme, ja, aber am Ende freuen wir uns sehr, dass wir gewonnen haben und da gibt es, glaube ich, eher ein Bierchen. Ja, Zeit, diese Herbstmeisterschaft zu feiern, hat der FC Kiel ja Kiel jetzt. Denn am nächsten Spieltag gibt's für den Tabellenführer spielfrei.